Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play FIFA 15 Ultimate Team mit mir, den Thomas und Playgallon. Und wie man auch sieht, nur noch ein Punkt, dann haben wir es geschafft, dann sind wir in Liga 1. Den Aufstieg haben wir schon in der Tasche, aber wenn man die Meisterschaft doch mitnehmen kann mit einem Punkt, dann macht man das natürlich. Und wir werden heute versuchen, alles Mögliche versuchen, was man überhaupt versuchen kann, um in die erste Liga zu kommen und die Meisterschaft in der zweiten Liga zu sichern. Rechter Flügel muss ausgewechselt werden, da werden wir Cuadrado auswechseln. Ich habe das ja in den letzten Folgen, also Cuadrado immer gesagt, aber das ist falsch ausgesprochen, wie mir jemand gesagt hat. Hey, danke für den Tipp im Übrigen. Ja, was ist hier Tipp, ne, für die Verbesserung? Aber ich finde es ehrlich gesagt nicht so schlimm, wenn ich einen Namen ausspreche. Ich meine, es ist nur ein Name. Und ihr alle wisst ja, was ungefähr damit gemeint ist. Und wir werden jetzt einen Gegner suchen, hoffentlich einen machbaren Gegner. Wobei übermenschliche Gegner könnte man auch noch schaffen, aber da muss man sehr defensiv spielen und meistens aus Kontern irgendwie ein Tor hinbekommen. Kleines Stadion, geil. Und Regen, das ist richtig geil. Okay, was erwartet uns Arsenal? Arsenal. Rating 81, Chemie 100. Okay. Sieht mir aus wie ein Low-Budget-Team. Joa, passt doch ungefähr. Özil, Ramsey. Ach, ist. Irgendwas mit Cazorla heißt der. Sati Cazorla oder so, ne? Ja, linker Flügel ist Sati Cazorla oder so. Keine Ahnung. Ach. Ist schwer. Boah, ich bin auch noch total müde von gestern. Wir waren ja gestern im Heidepark, wie ihr das schon im Video gesehen habt, beziehungsweise gehört habt. Ja, das war ein anstrengender Tag. Um 4.20 Uhr aufgestanden und. Wäre der drin gewesen? Da hätte ich mich aber sowas von aufgeregt. Auf jeden Fall, 4.20 Uhr sind wir, beziehungsweise ich bin da aufgestanden und dann um, weiß ich nicht. Aber wann war das? 20 vor 11 ungefähr? Waren wir dann ungefähr wieder zu Hause? Ja, da waren wir erstmal in der Stadt, wo wir leben. Also beziehungsweise Tim und ich und noch ein paar andere Kumpels. Warte, ich musste mich gerade konzentrieren. Und dann schlafen gegangen bin ich ungefähr um 0 Uhr und dann, ja, war ich 20 Stunden unterwegs und das ist dann schon heftig, ne? Alter Junge! Sturridge wäre total. Der wäre vorbeigekommen, hätte dieser Typ Fritze da ihn nicht festgehalten, ne? Ich hasse sowas so sehr. Ach, Felipe Luis, was machst du denn da? Ja, mit dem momentanen Ergebnis wären wir auf jeden Fall in der ersten Liga und hätten ihm. Ja, in der ersten Liga sind wir auf jeden Fall. Nur die Meisterschaft, die will ich gerne holen. Das wären noch ein paar Coins mehr, die man dann gebrauchen könnte. So, Sturridge. Ah, fuck. Sturridge hat keine hohe Physis, das ist der Nachteil. Diego Costa wäre so einer, der eine hohe Physis hat, aber leider ist er so langsam wie weiß ich nicht was. Aguero ist ein geiler Stürmer mit der hohen Physis, aber. Ach, fuck! Oh, De Gea. Puh. Das war. Knapp. So. Cuadrado hat ihn bekommen. Ja, Touré schön abgefangen. Sturridge kann er sich irgendwie vorbei. Laufen, ja, tatsächlich. Ich glaube, ich hätte ihn zu Cuadrado hinlegen müssen. Ja, wobei, der Pass wäre nicht angekommen. Ich glaube nicht, dass er angekommen wäre. Okay. Im Übrigen, das 200 Abonnenten Special müsste jetzt irgendwann rauskommen. Also vielleicht sogar in den nächsten Stunden. Das zweite wird wahrscheinlich doch erst nächste Woche kommen. Denn das ist eigentlich relativ zeitaufwendig. Ja, was ist ja eigentlich? Es ist relativ zeitaufwendig und deswegen, ich will mir auch viel Zeit lassen, damit das gut wird. Aber ich kann euch versichern, es wird kein Vlog und kein Best-of. Es wird was anderes. So. Boah, ich bin heute echt nicht gesprächig. Ich bin total müde. Das Beste war ja gestern beinahe an jedem Bahnhof. Och. Wenn ich so eine Abwehrleistung sehe, könnte ich kotzen. Ja, De Gea hätte sich noch 2 Meter lang legen können, der wäre nicht. Ja, Junge, wenn das kein Foul gewesen ist, ey. Alter. Ja, genau, das Beste war gestern an jeder Tanke erstmal einen Kaffee getrunken, ey. Dann war ich wirklich wach. Fuck, bisschen zu hoch.
Aber die Kaffees an den Bahnhöfen für 50 Cent sind echt geil. Die Automaten auf jeden Fall. So. 1-0 liegen wir zurück. Das ist scheiße. Ich will unbedingt die Meisterschaft holen. Dann hätten wir in jeder Liga... Ja, das war aber ganz optimistisch vom Gegner. Dann hätten wir in jeder Liga die Meisterschaft geholt. Außer in der ersten natürlich. In die erste wären wir dann erst. Ja, ich glaube, für die erste Liga ist erstmal mein Ziel, die Liga zu halten, auf jeden Fall. Also Meisterschaft wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich muss mich auch erstmal ein bisschen gewöhnen an die Gegner, die da kommen werden. Ich habe keine Ahnung, wie stark die ungefähr sein werden. Aber in der zweiten Liga sind wir ja gut durchgekommen. Und ich schätze mal, dass in der ersten Liga, ja, die hier ein bisschen stärker sein werden als die in der zweiten. Logisch, ne? Also wir können schon mal gespannt sein. Ich war noch nie in der ersten Liga in Ultimate Team. Ich habe auch dieses Jahr zum allerersten Mal angefangen, so richtig intensiv Ultimate Team zu spielen. In den vorherigen Jahren war das nur so ein bisschen, ja, vielleicht so einen geilen Spieler gekauft und dann wochenlang wieder eine Pause und dann, ja, mir hat das auch gar keinen Spaß gemacht, so, dass man so ewig für ein Spiel da sparen musste. Ja, muss man jetzt auch immer noch, aber ich habe mir einmal Coins gekauft. Jetzt geht das ja nicht mehr. Das finde ich ein bisschen schade. Denn wenn man zum Beispiel, wenn man jetzt am Anfang des Jahres einen Messi ziehen würde bei FIFA 16, hat man nichts davon. Stellt man ihn auf den Transfermarkt, keiner kann sich ihn leisten. Also, abseits, oder? Nein. So, Cuadrado hat sich hier vorbeigekämpft, aber an dem Abwehrspiel... Ah, verdammt! Ey, läuft man einmal zu schnell, legen die Spieler sich 3 Kilometer den Ball vor. Alter. Boah, ey, hätte er den Ball nicht abgefangen, ey. Ich wäre ausgerastet. Kann ja nicht sein, dass sie... Ah, fuck. Ah, der Pass war gar nicht so schlecht. Uff, der Schuss war eigentlich relativ nice. Nur die Wucht, die hat nicht gestimmt. Ein bisschen doller und ein bisschen präziser und dann wäre er drin gewesen. Ah, das war sowas von klar, dass das machen wird. Fuck. Oh, schön gehalten, wirklich. Schön gehalten. Ich nehme gerade um 7:30 Freitag auf. Das ist so meine Aufnahmezeit sozusagen. Ich muss schon sagen, es fühlt sich irgendwie an, als wenn es so ein Samstag wäre, der Karfreitag heute. Fuck! Alter, wirklich? Nee. Ich habe keinen Bock darauf, wirklich. 2-0, wie wollen wir jetzt 2-0? Alles ist möglich, aber dafür müssen wir auch mal Chancen nutzen und ein Tor schießen. Eriksen lässt sich auch noch tunneln. Jetzt sind wir wieder im Rückwärtsgang hier. Die Abwehrleistung ist ganz grottig heute. Och, oh, Sturridge. Ich wollte schon Touré sagen. Oh, Sturridge, was machst du denn da? Ey, so eine große Chance und dann... Touré ist schon geklärt. Ich hasse es, wenn die Spieler hier... So, ja, was heißt die antäuschen, ne? Die sprinten, sodass man denkt, die kann man schicken, aber dann legen die wieder die Bremse ein. Ich hasse das so sehr, wenn die das hier machen. Der Pass war sehr schön. Ja! Also, ey, die tun immer so, als wenn die... Ah, schön... Ah, fuck. Ein bisschen Ruhe reinbringen hier. Sonst wird das nichts. Und der Schuss, der war weniger als nichts. Wir haben Chancen, aber die Chancen sind zu schlecht. Und die Schüsse sind zu unpräzise. Unpräzise, nicht präzise. Und die Wucht fehlt. Und solche Pässe mag ich überhaupt nicht. 2 Tore müssen wir schießen. Wir brauchen nur ein Unentschieden. Das ist sogar egal, wenn wir den Sieg nicht schaffen. Wobei das schön wäre für die Statistik, ne? Uff. Der Fernschuss war aber echt geil. Ich versuche in letzter Zeit immer mehr Fernschüsse zu machen. Vielleicht klappt's ja. In FIFA 15 ist es aber relativ schwer, die Fernschüsse reinzumachen. Ja, wir haben Schüsse, aber die sind so unpräzise. Meine Güte, wieso sage ich immer präzise? Durchdribbeln werden wir auf gar keinen Fall. Klappt sowieso nicht. Ich hasse es immer, wenn so Typen versuchen durchzudribbeln. Meistens schaffen die es auch noch. Schieß! Das gibt's doch gar nicht! Alter! Cuadrado! An den Pfosten!
an den Pfosten abseits. Oh, Alter, so eine geile Chance und dann... Ah. In der Verteidigung ist er nicht gut. Oder beziehungsweise heute schwach, je nachdem. Oh Mann, Sturridge, was machst du denn da? Der Gegner ist machbar, aber wegen meiner Abwehrleistung ist das hier alles nicht so gut. Fuck. Ah, ein Glück war da kein Gegner. Oh, Junge, was sind das für Pässe, ey? Das sind solche Mongo-Pässe. Los. Hazard, lauf. Ah, wird nichts. Das war... Ja, natürlich. Ach, das war ein Offensiv-VR. Ja, das ist geil. So, Hazard. Jetzt werden wir uns ein bisschen... Ja. Wenigstens ist der Ball hier abgefangen worden. Da will man... Alter, was sind das für Pässe? Ey, das ist so eine Scheiße. So, Eriksen. Eriksen ist immer der Mann, der gute Leistung im Mittelfeld bringt. Oh Mann! Ja, das war aber schlecht von mir. Und das war ein Pass, wo ich nicht weiß, wo der Sinn drin war, ja. Wahrscheinlich hatte er das noch geplant. Er wusste ganz genau, dass ich wieder so einen Fehlpass mache. Ich will nicht wissen, wie meine Passquote momentan ist. Die ist unterirdisch. Mann, ich lasse mir viel zu viel Zeit für meine Angriffe. Das ist das Problem. Sollen wir das probieren? Dann müssen wir mit einem Linksfuß... Ja, mit einem Linksfuß. Okay. Na, die Balken sind zu... Wobei, der war gar nicht so schlecht, der Schuss. Der war gar nicht so schlecht. Ja, aber aus dieser Entfernung einen Freistoß zu treffen, ist auch schwer. Und der spielt jetzt schon auf Zeit. Der spielt auf Zeit. Ja, kann ich aber auch verstehen. Wenn man 2-0 führt, dann will man das natürlich auch nicht abgeben. Aber trotzdem, wir brauchen 2 Tore innerhalb 30 Spielminuten. Und vom Verteidiger abgefälscht. Sonst wäre es gefährlich geworden. Sonst wäre es wirklich gefährlich geworden. Ah, fuck. Ah. Ja, wenn das jetzt kein Foul gewesen ist, dann weiß ich auch nicht. Elfmeter? Oh. Alter. Den muss ich jetzt aber reinmachen. Ja! Alter, da treffe ich mal einen Elfmeter. Ich treffe so selten Elfmeter, aber jetzt... Das ist 2-1, Anschlusstreffer. Jetzt müssen wir kämpfen. Ich werde gleich auf Offensiv stellen. Hat ja gar keinen Sinn, wenn wir weiter ausgeglichen spielen. Ich meine, wir können auch verlieren. Dann können wir uns ruhig einen Konter fangen und verlieren, aber aufgestiegen sind wir ja schon und deswegen können wir jetzt auf Offensiv stellen. Wenn wir bis zum 80. nicht das Ausgleichstreffer, das Ausgleichstreffer, genau, den Ausgleichstreffer gemacht haben, dann stelle ich auf totaler Angriff, ist mir egal. Ob ich mir dann einen fange, aber hier muss ein Tor her. Hier muss auf jeden Fall ein Tor her und mit solchen Pässen wird das nichts. Ja, Touré ist ein richtiges Tier und seine Physis liegt bei 5000, ey. De Gea, sauber. Ich dachte, er wäre drin. Da haben wir nochmal Glück gehabt, dass diese gammelnde Abwehrleistung nicht bestraft wurde. Diese Abwehrleistung war weniger als nichts. So, Hazard ist jetzt am Laufen. Und paste ich hier schön durch, wobei... Ja, er ist durch. Jetzt ist Sturridge. Quadrado. Ey, ja, komm. Wenn das kein Foul gewesen ist... Ah, lass ihn mal laufen.
Spiele ohne Fouls gibt's nicht, hier ist die Statistik. So, Touré schießt zu hoch, leider zu hoch. Ich habe über zwei Balken gemacht. Der Trick ist ja immer, genau zwei Balken zu machen, dann geht er meistens rein. Aber diesmal, na. Ich muss mehr Freistöße üben, auf jeden Fall in der Arena. So, Walker, schön geklärt. Ich finde 77er Rating ist viel zu wenig für ihn, oder 79er? Ne, ich glaube, das war 77er. Ah, Junge, Quadrat, ja, totaler Angriff. Ist sowieso bald 80, und dann... Santi Cazorla, ich wusste es. So, der Guy. Oh, Alter, da haben wir nochmal Glück gehabt bei so einem Abwurf, ey. Das war so ein beschissener Abwurf, aber wir haben Glück gehabt. Und ich habe jetzt auch vor, wenn wir in der ersten Liga sind, euch zu jedem Spiel mitzunehmen. Ja, müsste eigentlich machbar sein. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, so lange jetzt zu warten, jedes Mal bei einer Aufnahme, um ein Spiel in der ersten Liga zu spielen, aber es wird schon gehen. Fuck, das hat Walker schlecht gemacht, sehr schlecht sogar. Oh. Ah, okay, geklärt. Mann, nur ein Elfmeter-Tor, das ist viel zu wenig. Wenn wir in der ersten Liga spielen wollen, müssen wir bessere... Alter, Mann! Oh, ey, jetzt vergeht wieder so viel Zeit für so ein Bullshit. Der ist jetzt auch sehr defensiv gestellt, das merkt man. Alter, Mann! Ja, gelbe Karte nützt mir jetzt auch nichts. Und solche Freistöße hasse ich sowas von. Weil die für nichts da sind. Weißt du, jetzt ist sowas und... Oh, jetzt stellt er auf Pause. Will wahrscheinlich irgendwie keine Ahnung was machen. Alter. Oh, ich hasse es so sehr. Ich bin jetzt sowieso schon angepisst bei so einem Mongo-Gegner. Oh, Junge, beeil dich doch. Ja, das Auswechseln bringt's auch in den letzten 3 Minuten. Ja, im echten Fußball ja, da gehen auch 3 Minuten nicht 10 Sekunden. Aber hier, oh, der spielt sowas von auf Zeit, der Pisser, ey. Boah, wir müssen noch die Meisterschaft nach Hause holen, Mann. Alter! Das sind, Alter! Ist mir jetzt egal, ich grätsche hin. Oh, Vorteil, Mama. Oh, jetzt kommt so ein Möchtegern Ronaldo. Oh, ich bin Ronaldo. Siehst du das? Oh, ich kann skillen und noch Zeit rausholen. Pisser, Alter. Es tut mir jetzt wirklich leid, wenn ich ein bisschen aggressiv bin, aber solche Gegner hasse ich so dermaßen. So, für einen Angriff reicht's noch. Der Fuck! Noch den Ausgleich bringen. Ja, ist mir egal. Weiß ich lass die Gier rauslaufen. Oh! Pisser! Alter Mann! Boah, nee, wenn ich so eine Scheiße schon sehe. Oh ja, ich hab ein Ecktor gemacht. Yeah, ich bin geil. Ich bin Ronaldo. Die Jungen kennen das. Es regnet wie Sau und das Spiel ist spannend. Ja, und das ist ja oft so, dass... Jetzt haben wir nur 10.000 Coins bekommen. Ja, was heißt denn nur? Aber ich kann mir vorstellen, wie viel es beim Ligasieg gegeben hätte. Passgenauigkeit 79% am Arsch. Nie im Leben. Ja, ich hoffe, dieses Let's Play hat euch trotzdem gefallen, trotz der Niederlage 2:1. Und wenn das der Fall ist, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keinen FIFA mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.